Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, grünen Donnerstag, den 6.04.2023. Und unser DAX völlig K.O. von meinem Kraftprogramm, was ich ihm die letzten Tage abverlangt habe, war dann doch der ein oder andere Klimmzug zu viel. Das sieht jetzt ganz schön ernüchternd aus. Ganz ehrlich, muss ich persönlich sagen, ich habe hier nicht volle Bock auf Short. Einfach wie er fällt, ist das für meinen Geschmack zu träge und zu ruhig. Und wenn der DAX so fällt, wie er momentan fällt, ist das eigentlich oft so, dass der dann nach oben irgendwie überraschend dann doch noch eine fette Umkehr reindrückt und sich richtig rausstreckt. Deswegen bin ich persönlich gar nicht so besonders scharf, hier auf der Short-Seite mitzuarbeiten. Aber ihr kennt die Art und Weise, wie wir analysieren, was ich immer wieder predige, was wir versuchen vorzuleben, um euch eben zu helfen, nicht so zu traden wie die ganzen Privaten da draußen, die von denen 85, 87% nur verlieren, sondern wir sagen immer oder predigen einfach ein bisschen anders ranzugehen. Und das Stichwort ist hier: Handle das, was du siehst. So, und wenn ich sage, ich habe keine Lust, Short zu handeln, würde das bedeuten, ich hätte Lust, Long zu handeln. Und das verstehen viele von euch immer so. Das ist aber so nicht gemeint, ne? In dem Moment, wo ich sage, ich habe hier keine Lust, Short zu handeln, und er bietet mir aber gar keine Long-Signale, dann handle ich auch nicht. Ja, dann bleibt da die Kiste einfach den Tag zu, ja, bis ich in dem Moment wieder sage, okay, das sieht es stimmig aus, das passt mir, ja, genau das habe ich doch jetzt erwartet, genau das wollte ich sehen, Dax. Ja, Mann, dann kriegt er von mir Geld ran. Ja, dann lege ich auch mal was in die Waagschale und sage, komm, probier mal, los geht's. Ab dafür Kohle rein und Gewinn raus. Ja, so macht das Spaß. Aber wenn ich vor dem sitze und denke mir, Alter, was machst denn du, du Idiot? Du springst doch eh gleich wieder hoch. Warum jetzt da unten tieferes Tief setzen? Dann zugucken. Ja, also das bringt nichts, sich dann zu verkämpfen. Entweder man geht mit, ja, man handelt mit der Bewegung mit. Wenn man aber sich nicht drauf eingestellt bekommt, in dem Falle hier auf die Abwärtsbewegung, dann halt einfach einen Schritt zurück, ein bisschen Pause. Ich würde, glaube ich, unter dem Tief vom Dienstag, also wenn er. Wir müssen ja jetzt tatsächlich das jetzt hier nachziehen. Da haben wir gestern gesagt, das lassen wir erstmal noch. Da soll er erstmal zeigen, soll er auch das Tief unterbieten und so. Dann können wir das gegebenenfalls anfassen. Das ist definitiv so. Wenn wir uns die Route angucken, war erwartet worden, erster Kontakt hier auf diese Trendlinie drauf, dann kurz zurück, dann weiter runter. Wenn wir das jetzt anschauen, ist er genau jetzt da drinnen. Das heißt, dieses bärische Szenario, was wir gespielt haben, das hat der Markt jetzt angespielt. Er ist sehr, sehr, sehr langsam rangelaufen. Er ist sehr träge rangelaufen, aber er spielt jetzt eben genau dieses Szenario an, was wir gemalt haben. Und jetzt muss er das auch durchziehen. Zieht er das jetzt nicht durch und bricht hier oben raus, dann wird das auch nichts mehr. Da kann man dann Haken dran machen und dann ist das erledigt. Das kommt dann auch nicht so noch mehr, ne? Das ist jetzt seine Chance. Der Markt ist jetzt drauf angesprungen, er probiert das jetzt. Und ich würde jetzt hier als Abbruchbedingung tatsächlich die Triggerpunkte einfach nochmal mit oben ranlegen und sagen, alles, was über 6,50 geht, wäre dann jetzt hier Abbruchbedingung und würde dem Markt im Grunde genommen nach oben wieder vollkommen freie Fahrt geben und dann auch Richtung 15.900, 15.940 Freifahrtschein ausstellen. Ja, also ich persönlich würde oberhalb von, keine Ahnung, so 600, 620, glaube ich, wieder anfangen, ein bisschen Long zu suchen. Hier inzwischen, wie gesagt, ich bin da nicht scharf drauf, Short. Würde aber tatsächlich, wenn er jetzt wirklich hier jetzt hochkommt und die 600 von unten nochmal antippt und er stößt sich dann auf neue Tiefs, ich glaube, dann würde ich einen Short probieren. Dann würde ich mal probieren, ob ich in die Bewegung reinkomme, weil der nächste Bewegungsstrang dann ja in den Gap Close reingeht oder sogar schon tiefer, vielleicht sogar in den zweiten Gap Close reingeht. Wir haben einen bei 1,30, wir haben einen bei 3,60. Das sind zwei attraktive Ziele, die man hier unter 500 schon anzielen kann. Und da würde ich sagen, okay. Jetzt haben wir die Route gesetzt, Abwärtsroute. Wir stellen uns jetzt darauf ein, dass er möglicherweise abfliegen kann. Bestätigt er uns das jetzt durch einen kurzen Rücklauf, wäre es für mich dann okay, Short zu suchen. Und dann würde ich, ja, da auch wenn ich dann nicht sonderlich viel Lust drauf habe, würde ich mir da auch tatsächlich dann einen aus dem Kreuz leiern und sagen: Okay, handle das, was du siehst, geh halt mit. Dann bringt nichts, sich hier zu verkämpfen. Ja, und da auf der Short Longs raus und Shorts rein, beziehungsweise Longs müssten sogar durch das Unterbieten des letzten Tiefs, müssten Longs so und so schon raus sein. Ja, ich würde sie aber gegebenenfalls dann eben auch wieder reinziehen, wenn der hier über 6,20, 6,50 wieder rausgeht. Ich glaube, wenn über 6,20, 6,50 hier wieder raussteigt, kann man bestimmt hier einen Stop-Loss drunter packen unter die 4,80 oder was das hier ist und dann mal probieren, in die 87, 800 und 49 reinzuhandeln. Also ich glaube, so würde ich es machen.
Ja, also Fakt ist, Tageschart und so weiter tritt immer mehr ein. Es ist erkennbar deutlich Abwärtsbewegung. Vom Bewegungsdynamik nicht typisch für eine Abwärtsbewegung, ganz klar, muss man so sagen. Ja, kann auch sein, der macht hier zwei schnelle grüne Stundenkerzen nach oben und das ganze Ding hier ist hier schon wieder erledigt. Ja, aber hoch an die 600, rote Stundenkerze abwarten, zack, mal Short rein und unten raus, das wäre zum Donnerstag denkbar. Das wäre zum Donnerstag durchaus denkbar. Ja, dann Untertreibung unten eröffnen mit Stundenschluss unter 480, unter 500. Und dann mal durchziehen über den Abend, über den Nachmittag. Das wäre zum Donnerstag gut passend und würde ich dann tatsächlich auch probieren. Ja. Aber ansonsten hier dazwischen, so, ach, zwischen 480 und weitestens sogar 600, würde ich, glaube ich, einfach nur zu gucken. Also ich hätte da wirklich keine Lust, irgendwie Geld reinzugeben. Das wäre mir zu, ach so, du musst die ganze Zeit immer nur drauf gucken und dann läuft dir das Ding auch nicht richtig an, das macht immer keinen Spaß. Ne? Dann, das ist nicht das, was ich vom Trading haben will. Das soll schon ein bisschen effizient sein und effektiv und dafür braucht es Signale. Ja, Signale haben wir jetzt tatsächlich eher eins nach unten gesetzt als nach oben. Heißt aber nicht, dass noch eins kommt. Ich traue dem hier, der ist mir zu ruhig einfach. Wie er fällt, der ist mir einfach zu ruhig. Ich traue dem noch nicht so richtig über den Weg. Wird es schon, könnte mir auch das gut vorstellen, dass er das jetzt auskontert und hier richtig sich lang oben rausstreckt und hier eigentlich bis langs ausgestoppt hat. Aber ich glaube, ich sage es jetzt zum vierten oder fünften Mal. Hier an die 600, neues Tief. Dann, das wäre für mich Bestätigung genug. Würde ich dann auch mal einen Short freigeben und probieren. Ja, das soll es damit sein. Ansonsten bedenkt bitte, dass Freitag ist. Der Handel in den USA und in Deutschland ist zu. Am Montag nur in Deutschland, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also die Amerikaner durften keinen Feiertag haben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die Deutschen trotz Feiertag nicht vielleicht doch geöffnet haben. Aber in der Regel meine ich mich zu erinnern, dass Ostern immer Freitag und Montag auch zu war. Schaut am besten bei eurem Broker nochmal selber nach. Ich möchte euch hier bloß den Hinweis geben, dass eben Feiertag ist, ne, dass ihr da auch dran denkt. Was nehme ich mit ins Wochenende? Gerade wenn die Amerikaner handeln und die Deutschen nicht handeln, haben wir auch schon das ein oder andere Mal richtig kräftige Gaps vor die Nase gesetzt gekriegt. Ja, deswegen überlegt gut, was ihr ins lange Wochenende nehmt. Ansonsten genießt die ruhigen Tage mit euren liebsten Familien oder wer nichts hat, geht irgendwie ins Freie, macht was Schönes, nutzt das tolle Wetter und wünsche euch ein paar schöne ruhige Tage ohne Börse. Und dann hören wir uns am Montag wieder für die Analyse zum Dienstag. Bis dahin, tschüss.